Abseits der Touristenströme bietet die Insel Rügen viele interessante geschichtliche und landschaftliche Besonderheiten und auch Eigenheiten. Die kleinste Fähre von Deutschland zum Beispiel. Die Ruderfähre pendelt zwischen dem Bollwerk von Barbe und Moritzdorf und wird per Muskelkraft betrieben. Charakteristisch für die Insel Rügen sind die vielen mit Reet gedeckten Häuser und kleinen mittelalterlichen Dorfkirchen. Die Geschichte der Rüganer, der Fischer und Bauern, wird in den Mönchguter Museen eindrucksvoll mit vielen Exponaten dokumentiert. Ja, natürlich ist es für uns als Mönchguter Museen ganz wichtig, dass unsere Häuser so erhalten bleiben, wie die sind. Wir haben ja hier auch die traditionellen Wohnstätten. Also dieser Hof zum Beispiel ist urkundlich das erste Mal 1774 erwähnt worden. Sehr interessant. Ich mag überhaupt solche Volkskundemuseen sehr gern. Habe es auch europaweit schon, wenn wir unterwegs waren, welche besucht. Ja, weil es ist doch ein Fenster in die Vergangenheit. Die Besiedler waren in erster Linie Slawen, Dänen, aber vor allem auch Westfalen und Niedersachsen, die hierher kamen. Und sie haben das Land erst urbar gemacht, haben Häuser gebaut und deshalb kam dann auch später dieser Typ des niederdeutschen Hallenhauses hierher. Rügens Geschichte schrieb sich häufig um. Die Insel gehörte abwechselnd zu Dänemark und dem Königreich Schweden, um dann wieder an Preußen zu fallen. Heute zeugen zahlreiche Schlösser, Parks und Herrenhäuser von dieser interessanten und turbulenten Zeit. Besonders imposant sind die Überreste der legendären Jaromarsburg am Kap Arkona. Sie sind Zeugnis slawischer Kulturgeschichte im Ostseeraum. Ja, ein absolutes Muss ist natürlich, dass man die Landschaft und die eingebettete Architektur, die Herrenhäuser, Gutshäuser, die vielen Villen, die Bäderarchitektur, dass man das in sich aufnimmt. Dass man sozusagen das Schönheitsideal und diese Ästhetik der vergangenen Jahrhunderte genießt. Auch dieses Bauwerk beeindruckt. 38 Meter hoch erhebt sich der prächtige Mittelturm des Jagdschlosses Granitz, das inmitten des über 1000 Hektar großen Waldgebietes inmitten der herrlichen Naturlandschaft Südostrügens liegt. Das Schloss ist mit jährlich über 200.000 Gästen das meistbesuchte Schloss von Mecklenburg-Vorpommern. Fürst Malte zu Putbus ließ es nach Plänen des Berliner Architekten Johann Gottfried Steinmeier im Stil der norditalienischen Renaissance-Kastelle errichten. Es war einst ein beliebtes Reiseziel europäischer Adliger und Prominenter. Sehr interessant, insbesondere weil auch Schinkel mitgewirkt hat an dem Bau, an den Bauplänen. Die Lage, sehr interessant, auf dem Hügel hier, einfach faszinierend, der ganze Bau, wie er angelegt ist, die Innenausstattung, soweit sie noch nachvollziehbar ist über die Bilder, sehr schön. 144 Meter über Normalnull, nachdem man die Treppe bestiegen hat, geben einen Panoramablick, der Einmaligkeitscharakter besitzt. Wir schauen in die nördliche Richtung zu den Kreidefelsen des Nationalparks Jasmund. Wir schauen in südostwärtige Richtung über das Mönchgut mit dieser einmaligen Landschaft, mit dieser Zerklüftung. Es lohnt sich, jedes Jahr das Schloss zu besuchen und die einzelnen Entwicklungsschritte unseres Schlosses zu erleben. Entdecken Sie die Insel Rügen in all ihren Facetten. Erholen und entspannen. Entdecken und erleben. Herzlich willkommen in Ihrem Urlaubsparadies an der Ostsee.